Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Whateverland. Letzte Folge war ja die Bells and Bones Folge und wir haben uns an die Spitze der Whateverlandischen Gesellschaftsspieler gespielt, beziehungsweise fast an die Spitze. So, und jetzt hat es einen sehr finaligen Vibe, als wir an diese Tür kamen. Allerdings, habt ihr mich auch auf Discord nochmal erinnert, müssen wir vorher ja noch die Kaninchen eintauschen. Das hatten wir bisher noch nicht gemacht. So, und dafür muss ich hier ganz kurz nochmal ins Herrenhaus. Mir ist nämlich ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar musste ich einen Teil nochmal spielen, offscreen. Und dabei habe ich vergessen, dieses Häschen hier einzusammeln. Und deswegen hatte das auch nicht geklappt gehabt. Genau. Jetzt haben wir nämlich 5 Stück. Ich meine, ich weiß nicht genau, was uns dann erwartet, ne? Aber ich habe lieber einen super Schlüssel dabei, als keinen dabei zu haben. Insofern gehen wir nochmal hier in die Gasse und versuchen jetzt nochmal dem Herrn die Häschen anzubieten. What's new? Ich habe deine Kaninchen gefunden, genau. I want to challenge you to a Bell and Bones match. Was? Nein! All right. Was? Aber bitte, nicht. Das habe ich überhaupt nicht angeklickt. Hinfort. Also echt. Ja, ja, ist okay. Niederlage. Just ist das. Wir haben dich doch letzte Folge schon besiegt, Oswald. What's new? So, nochmal. Ich habe deine Kaninchen gefunden, nämlich. I found your rabbits. You did? Come here, my babies. Oh, you're safe now. So, what about that magical key you promised? Ah, of course. You brought my children back, and they're more precious to me than anything in the world. Here, the key is yours now. But use it wisely, Vincent. You never know when you're gonna need it most. I'll try to remember that. Thank you. Okay, cool, cool, cool. Wir haben jetzt also noch den Schlüssel. Wirklich lieb, dass er uns den gegeben hat. So, und jetzt geht's aber ab zum Casino. Und dann sind wir, glaube ich, auch endgültig bereit, ne? Mehr hattet ihr, glaube ich, auch nicht geschrieben, was wir noch machen müssen. Insofern reden wir doch nochmal mit dem charmanten Türsteher. Na? Türsteher? Genau. Sprechen wir ihn an. State your business. Ich habe die Teile, genau. Achtung, nach dieser Aktion gibt es kein Zurück mehr. Er hat nämlich gesagt, ja, der gute Herr Casino-Betreiber hat wohl mitgekriegt, dass wir die Fragmente des Zauberspruchs sammeln und möchte erstmal gucken, dass wir auch alle besitzen, bevor wir hier auf die Matte treten können. Aber wir haben alles und ich würde sagen, damit let's go. Mal gucken, was passiert. I have the pieces. Good. Follow. What do you mean? I mean, you're not what I expected to see. Soll das eine Beleidigung oder ein Kompliment sein? Du bist genau das, was ich erwartet habe, oder was hast du erwartet? Ja, eigentlich wüsste ich gerne, was er erwartet hat, ne? What did you expect? A mustache at least. What does a mustache have to do with this? The second best Bell and Bones player in whatever land without a mustache? It just doesn't make sense. Okay. You're not very chatty, are you? No. I prefer to act, not chat. Okay, das erleichtert mich sehr. Ich habe in letzter Zeit viel zu viel geredet. Bist du immer so ernst oder gut, ich auch? Bist du immer so ernst? Are you always so serious? Yes. Alright, so... I know why you're here. You want my piece of Beatrice's spell. And I also know that you already have the rest of the pieces. Is that right? Someone has eyes everywhere, huh? I told you. Here is my offer. We play against each other. Whoever wins gets all 7 pieces. How does that sound? Sehr gut, bringen wir es hinter uns. Was ist daran fair? Ich habe Gott weiß was getan, um die zu bekommen und du hast nur einen. Klingt, als hätte ich keine Wahl. Ja, ich fürchte, darauf wird's hinauslaufen, ne? Was sollen wir sonst machen? Aber ich möchte mich trotzdem beschweren. Wenn ich schon untergehe, dann wenigstens meckernd. Kommt. Was that fair? I've been doing God knows what to get these and you only have one. Haven't you heard? Life's not fair. It's all or nothing. All right, tough guy. Let's play.
Okay. Oh, und wir können nicht überspringen. Das ist ja großartig. Kein Druck, ne? Aber wir haben immerhin den Ball. Gut, dann würde ich sagen, versuche ich mal so ein bisschen zu spreaden, ne? Ist ja immer gut. So, und du gehst mal hier so hin. Hier, komm. So, und jetzt muss jemand den Ball kriegen. Ich werf den mal hier rüber. Und... Ah, komm, da lassen wir ihn erstmal. Wir können ja nächste Runde nochmal passen. Gegner ist dran. Die sehen schon sehr cool aus, die Figürchen, ne? Die hatten ja alle so ein eigenes Design. Das ist schon ein nices Design. So, okay. Es wäre ja gut... Wo kommt er denn hin? Wir könnten hier am Rand mega vorspulen, landen dann aber leider auch in der Grütze. Das ist so ein bisschen schlecht. Aber vielleicht, wenn ich hier hingehe, so ein bisschen versuche... So. Jetzt passe ich mal den Ball hier zu ihm. Und er soll jetzt hier mal den schnellen Weg gehen. So, hier rüber, darüber. Jetzt ist er richtig weit vorne. Jetzt ist er natürlich nah an denen, aber ich habe ja noch die in der Hinterhand. Ich hoffe einfach, das klappt. Kann ich noch irgendwie fesseln? Nö. Okay, dann lassen wir das einfach so. Mal gucken, wir machen hier schnelles Spiel. Wir schaffen das, hoffentlich. Oh, oh, er kommt bis zu mir. Shit, er läuft auch echt smart, ne? Und hat mir den Ball abgeluchst. Schafft's aber nicht weg, Trottel. Okay. Aber sie spielen den Ball hier rüber. Okay, okay, das könnte gut werden. Der hat jetzt den Ball, ne? Er geht mal hier hin. Er geht mal hier hin. Und er... Kann er den Ball abluchsen? Na? Nee, weiter kommt er nicht. Okay, ich könnte aber natürlich den hier fesseln, ne? Oder wisst ihr was? Ich fessel mal... Doch, ich fessel ihn mal. Mal gucken, was das bringt. Nächste Runde. Gucken, was er jetzt macht. Er wirft den darüber. Aber der kann sich ja auch nicht doll bewegen, oder? Ja. Haha. Er steckt ein bisschen fest, ne? Und er geht darüber. Okay, ich habe eine gute Idee. Huch, hat er den Ball stibitzt? Ne, ich glaube nicht, ne? Wer hat denn den Ball? Boah, man sieht es da oben nicht, ne? Er hat den Ball. So, wenn ich jetzt mal als er hier... Hä? Was? Nein, ich wollte nicht darüber. Boah, Mist. Okay. Hier hin. So. Und er hier kann doch jetzt den Ball klauen, bestimmt. Na, das kann ich dir nicht mehr passen, weil meine anderen schon gelaufen sind. So eine verdammte Axt. Ja, okay, dann beende ich einfach meinen Zug. Mal gucken. Wir stehen, glaube ich, ganz gut gerade. Gut schon. So, er wirft den Ball darüber. Er geht dahin. Wir sind ja am Tor des Gegners, ne? Das wird schon. Ich bin dran. Ah, jetzt hat der hier den Ball. Ach, komm ich bis dahin? Na? Nein, komme ich natürlich nicht. Okay. Dann muss ich einfach weiter mich so ein bisschen ranpirschen. So, mal gucken. Er passt dahin. Er passt dahin. Er muss jetzt an mir vorbei. Ja, er steht direkt neben mir. Komm, den kriege ich doch. So. Er wirft dahin. Okay, das ist ja nicht weiter schlimm, ne? So, er nimmt jetzt mal den Ball weg. Kommt er hier raus? Nur bis hier, okay. Wenn ich jetzt mal... ihm hier den Ball hier zu ihm passe. Er kann hier hinlaufen. Okay, jetzt will ich mal als er hier, tue ich mal so eine Matschbombe. Kann ich die so hier hinwerfen, damit die sich nicht bewegen können? Na? Hä, warum? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Irgendwie kann ich die anscheinend nicht werfen. Na gut, okay. Kann ich jemanden fesseln vielleicht? Nee, auch nicht. Okay, dann bleiben wir erstmal so. Mal gucken.
Er nimmt mir jetzt den Ball wieder weg, das war ja klar. Oh shit. Er könnte jetzt voll wegrennen, ne? Wenn der hier den Ball kriegt. Das wäre echt schlecht. Macht er aber nicht. Okay, dann ist ja gut. So, okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Er hat den Ball. Er hat den Ball. Jetzt wirft er auch einfach nur den Ball hin und her, oder? Das war's? Ich bin dran? Hä? Wie soll ich denn jetzt... Nee, ich kann gar nichts machen. Jetzt bin ich dran. Okay. Aber wie soll ich denn jetzt den Ball kriegen? Kann ich ihm den einfach hier wegnehmen? Ja, kann ich. Ja, dann werfe ich den mal hier rüber. Und ich habe gewonnen. Hä? Bada bing, bada boom. Es hat geklappt. Okay. Ich weiß nicht ganz warum. Es war ein sehr verwirrendes Spiel. Wenig hat geklappt. Aber wir haben es geschafft. Let's go. Spiel verlassen. This is impossible. You are cheating. I just know it. Ja klar, wenn du dich dadurch besser fühlst. Du bist dir deiner selbst nicht mehr so sicher, was? Oder komm schon, Ernest, es ist doch nur ein Spiel. Ja, jetzt, ne? Come on. Come on, Ernest. It's just a game. It's not just a game. It's a battle. For status, power, influence. Everything that really matters in this world. Is the most important thing in whatever land. Damn it! Ernest, you lost. Deal with it. Give me a piece of the spell, and I won't tell anyone about what happened here. You have my word. Forget it. I'm not letting you go. You both will rot in a cell for humiliating me like that. Ey, aber ich hab gewonnen. Du bist der schlechteste Verlierer, den ich je gesehen habe. Nein, ich hab gewonnen. But I won. Who cares? I'll have the whole spell to myself, and you'll be locked up for the rest of eternity. Oh God, I knew it wouldn't end well. I just knew it. We never should have come here, Vincent. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Ja, aber auf jeden Fall, wir werden aus dieser Zelle entkommen und glaub mir, dann bist du dran, Gangster. Don't worry, I'll figure it out. How about we reach some kind of agreement? What do you have in mind? How about I give you the pieces, and we go our separate ways? No. You go to the cell, and sit there until I decide what to do with you two. Nick hat mit all dem nichts zu tun, lass wenigstens ihn gehen, oder der Zauberspruch gehört dir, aber ich könnte dir noch nützlich sein. Aber du kannst Nick haben. Oh Gott, okay, ich kann jetzt Nick ausliefern oder Nick verschonen. Ja, dann verschonen wir ihn natürlich, ne? Nick ist doch unser Buddy, wir können ihn doch jetzt nicht dem zum Fraß vorwerfen. Nick has nothing to do with it. At least let him go. There's no way I'm leaving you here. Why do you have to be so stubborn at the worst possible moment? You two are very cute, but no. Look on the bright side. At least you'll have company. Wait. Warte, was? Nick kann schweben! Nick, flieg weg! Nick, flieg weg! Yes! Oh shit. Ach, verdammt. Nick, wir hätten jemanden draußen brauchen können. And here I am, trapped in a cell with no hope of ever getting out. Marvelous. Just marvelous. And the worst part is, I'm all alone. For eternity at that. Just how fast will I go insane? I don't know. Maybe the madness has already begun to fester. Nick, is that you? Oh, goodness gracious, Vincent. I'm so happy to hear your voice. Me too. Are you holding up all right? Not at all, actually. I'm terrified. I'm sorry, it's my fault we ended up here. Should have known he was a liar. Oh, Vincent, it's not your fault at all. If anything, I should have warned you about Ernest. Well, too late. Right, it is. I wanted to tell you something. Since we'll spend the rest of eternity here. Yes? It's nothing serious, just... I don't know how to say this. Although I'm usually good with words. And I never was, so... Just say it, I guess. All right, I... Can you both shut up? I'm trying to sleep here! Harold? Is that you? No, it's Alan. Can't you recognize my pretty voice? Of course it's me, you idiots. But what are you doing here? Not much. Sleeping mostly. And if you want to know how the hell did I get here, then it's a pretty short story. My helicopter crashed into a tree. But not a regular tree, mind you.
It was Ernest's favorite tree, where he came for self-reflection or whatever. Needless to say, the tree is gone, and here I am. Wow. Yeah, wow. And by the way, congratulations! You're now stuck here with me forever! Oh no, I can't stay here. I just can't. This is the worst possible turn of events ever. Now I will spend an eternity in confinement, slowly turning into a ghost. What could be worse? A ghost, huh? Then he could easily fly through those bars. I have an idea. Okay, ich habe eine Idee. Mich interessiert aber noch, was Nick uns sagen wollte. Was war das denn? Aber cool, dass wir hier nicht alleine sind. So. Ja, ein trauriger kleiner Geist, für immer vergessen. Ich fürchte, du wirst nie deinen Roman schreiben. Was könnte schlimmer sein, als in einer Zelle zu verrotten, ohne den Luxus sterben zu können? Versucht er ihn jetzt zum Geist zu machen, damit er durch die Stäbe kommt? Vincent, das ist nicht sehr nett. Aber okay, ja, das mit dem Roman, ich fürchte, das wird nichts mehr, ne? I guess you'll never write that novel of yours. Yes, you're right. I will never become the writer I dreamt to be. Why on earth didn't I ever write my great novel? What was holding me back this whole time? Jetzt ist es zu spät. Vielleicht hast du Angst, zuzugeben, dass du nur ein mittelmäßiger Autor bist. Das sitzt tief, ne? Oder weil du zu sehr damit beschäftigt warst, dich zu beschweren und dein Leben wegzuschmeißen, meinst du nicht? Ich nehme das erste am wenigsten gemein noch. It's too late to think about that now. You missed your chance. No, that can't be true. I refuse to believe it. I feel horrible. How do I make it stop? Das kannst du nicht. Das ist jetzt dein Leben. Entspann dich einfach. Das Leben war sowieso sinnlos. Jetzt kannst du dich nur noch selbst bemitleiden. Erbärmlich. Entspann dich einfach. Ist alles egal. Werd einfach ein Geist. Your life was meaningless this whole time anyway. This is unbearable. I already can't feel my legs. And it's so cold in here, isn't it? Or am I just imagining things? God, I already started to hallucinate. No, no, no! Jetzt ist ein Geist! I'm free. Yes, it worked. Abusing my delicate nature like that. Vincent, you're a genius. I know. Are you going to help us or what? Already on it. Let's see. Nick? Weh, du verpisst dich einfach. Voila! You two are the luckiest bastards I've ever seen. You bet. What now? Now we find a way to get out of here. Cool! Und wir haben jetzt ein Dreier-Team. Und Nick scheint wieder halbwegs normal zu sein. Wie geht's dir, Harold? Ich kann nicht mit ihm reden. Okay, na gut. Dann frage ich später, wie es dir geht. Zellen? I wonder how many people have been trapped here. Bestimmt noch nicht so viele, ne? Ich meine, wenn die bis alle Ewigkeit hier wären, so wir haben nichts mehr im Inventar. Mein Superschlüssel. Mist. Okay, hier sind Hebel. Good thing Nick was able to free us. Kann ich noch mal dran spielen? Not touch that, just in case. Aha, schade. Ich spiele so gern an Hebeln. So, was haben wir hier? Hier ist ein Faden, den nehmen wir natürlich mit. Ah, a lock. That shouldn't be a problem for you, Vincent, right? Let's see. Nope. Great. Let's open this bad boy. I mean, was? Nope. I can't crack this one. Now that I think about it, you haven't cracked many locks during your time here. I guess we're doomed then. Calm down, all right? There must be a key that opens this thing. Well, of course. And you think it's just lying around somewhere, waiting for us to find it. I never said that. Actually? Because guess what? It doesn't. Well... Stop panicking. I'm trying to think here. Oh, goddess. Why did you trap me here with these two idiots? You have something to say, Harold? As a matter of fact, I do. I know where the key is. Hallelujah. Why didn't you tell us sooner? I tried, but... Whatever. So, where's the key? A guard was stupid enough to drop the key into one of those cracks. I hope you know how to get it out. I have an idea. We'll make a magnetic fishing rod and draw the key to the surface. Easy. But you idiots, we'll have to find all the parts. I'll need a magnet, a long stick, and a twine. What if I can't find any of those? If the three of us are meant to get out of here today, the goddess will surely help. You just have to believe. Oh boy. All right.
a magnet, a stick, and a twine. Beatrice, you better help me with that. Ja, kriegen wir hin. Die Schnur haben wir ja schon gefunden. Kann ich mir das Schloss nicht nochmal angucken? Aufzugstasten. Our way out of here. I hope. Okay, mal gucken. Ich würde so gerne dran rumspielen, aber gut, dann nicht. Was liegt hier? Raton? I wonder if that rat can help us. Raton, hi. Was geht? Kann ich nicht mit ihm reden? Scheinbar nicht. Scheinbar doch. Doch. Excuse me? Consider yourself excused. How can I help you? I'm looking for a magnet. Maybe you've seen one? Well, you're in luck. I happen to have one myself. Can I borrow it? Oh, no. But you can exchange it. Okay. What do you want? A bottle of nice red wine, please. You got yourself a deal. Was? Wo soll ich denn Rotwein herkriegen? Okay, aber gut. So, Faden sammeln wir direkt mal ein. Dann haben wir schon mal eine Sache. Hope it's sturdy enough. Ja, wird schon passen. So, was haben wir hier noch? Hier unten ist irgendwas. Hier ist die Ritze auf jeden Fall. I think I can actually see a key down there. Cool. So, dann haben wir hier die Mäuschen. Hier ist Harold. Kann der noch irgendwas sagen? Take your time. That key isn't going anywhere. And neither are we. Na dann, habe ich ja entspannt. So, hier ist der Aufzug. Our way out of here. I hope. Okay. Wo genau kriegen wir jetzt Rotwein her? Hier sind Kisten, hier ist Nick. Nick, hast du was gefunden? Zufällig? Nick? Nick? Okay, Nick möchte nicht mit uns interagieren. Na schön, Nick, dann nicht. So, ist hier noch irgendwas? Nö. Zellen. Feels great to be free. At least for now. Wo soll ich denn jetzt Rotwein herkriegen? Oder einen Stock? Ich meine, Stock könnte man vermutlich aus dem Fass brechen. Und was ist hier dieses Fragezeichen? Hier ist nichts. Tja. Versuch nochmal mit Nick zu reden. Nee, Nick will einfach nicht. Hier ist... Hier ist nichts weiter. Tja, Aufzugtasten. Kann ich hier doch nochmal rumspielen? Ah, oh, ich kann hier doch nochmal rumspielen. Okay, hier ist der Levator Inc. Hier ist das Gefängnis. Dann gehe ich doch mal zu minus 1. Mal gucken, was da so abgeht. Aha, eine Menge. Das ist ein Wonder Woman Poster, oder? Why do I feel like there's something behind that poster? Okay, wir schauen mal. Und Hinweis? Okay, so I need to put the scales in a certain position. But what's going to happen? Ah, okay, die Waage ist so bewegt. Ach, und hier ist Rotwein. Nice. Nehmen wir direkt mal mit. So, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Stock. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Stock schwer aufzutreiben ist. There could be so much wine in that barrel. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, hier ist Getreide. Ah, ich muss die Tauben anlocken. Okay, dann tue ich doch mal das Getreide in die Waagschale, die unten sein soll. Also die hier, ne? Mal gucken. Okay, ich brauche mehr Tauben. Soll ich einfach mehr Getreide nehmen? Das ist der Aufzugknopf. Tauben. Hello again. Sorry, I threw rocks at you last time. Ich weiß gar nicht, müssen die Tauben nicht auch Leute sein eigentlich? Tauben. Hello again. Sorry, I threw rocks at you last time. Okay, scheinbar haben die sonst nichts zu sagen. Dann versuche ich einfach mal mehr Getreide da reinzukippen, in der Hoffnung, dass das was bringt. So. Na? Komm, Inventar und rein da. Ja, okay. Das mache ich anscheinend einfach nochmal. Warum nicht? Prügelt euch drum, Tauben. Ne? Hier gibt's
Hier gibt's mies geiles Getreide in genau dieser Waagschale. Ja! Das ist ja cool. Da ist überhaupt kein Wein im Fass. Das. Oh, wow. Okay, was geht denn hier? Gitarre? Can Ernest play, or does he just stare at it? Das ist schon ein bisschen cool. Elvis-Statue. So, Ernest is an Elvis-Fanboy. Nice. Oh, hey, hier ist unser Schlossknack-Kram. Nehmen wir natürlich einmal mit, ne? So, aber eigentlich wollen wir einen Stock haben. Schallplattenspieler? Wahrscheinlich brauchen wir eine Schallplatte, ne? Prisoners? Not the best way to store vinyl, pal. Prisoners, Vinyl Records. Okay, da steht überall Prisoners dran. Kann ich eine mitnehmen? Einfach mal? Ich würde die ja gerne abspielen. Vielleicht passiert dann irgendwas. Nee, geht scheinbar nicht. Hier ist seine Hand. Elvis-Statue, Elvis-Statue. Stock! Ah ja, den hätte ich gerne. That could work. Okay, nice. Mehr brauchen wir gar nicht. Der Rest ist alles vollkommen unnötig anscheinend. Na gut, dann gehen wir wieder. So, Aufzug. Und ab nach unten. So, liebe Mäuschen, ich habe was für euch. Und zwar feinsten Rotwein. Here you go. Looked pretty fancy to me. Fancy indeed. The magnet is yours. Danke sehr. Dann haben wir jetzt alle drei Sachen, Harold. Ich bin bereit. So, müssen wir die ihm noch übergeben? Maybe. I actually got a magnet. Wow. Maybe Harold has a point. Okay. Ich musste noch auf den Magneten warten. Das habe ich nicht mitgekriegt. Kann ich den jetzt einfach ranbinden oder muss Harold diese Ingenieurskunst für mich erledigen? Good. Now give me a second. Ah ja, dafür brauchen wir hochprofessionelle Waffen, ne? Einfach so wäre das nicht gegangen. Das können nur Profis. Okay. Nice, Angelroute. Let's go. Wir holen uns den Schlüssel und dann hoffentlich die Zaubersprüche alle wieder. So, ab in den Riss damit. Na? Ey, mach die in den Riss. Achso, wir müssen so machen. Okay, na dann. Und wir haben den Schlüssel. Geil. Yes, good job, Vincent. Hey, I was the one who made the rod. Ah, whatever. At least we got the key. Let's get out of here, shall we? Ja, bitte. Allerdings würde ich auch gerne noch die ganzen Sachen wieder zurückstehlen, ne? Die uns geklaut wurden. Also die Zaubersprüche speziell. Shit. What? Did you forget your favorite lockpick down there? No. I just realized that we lost all the pieces of the spell. Oh, yeah. We did do that. Turns out it was all for nothing. No, Vincent. I assure you it was not. You'll see. Unscientific as it may be, I'm inclined to side with the ghost. Now is not the time to give up. If only I could share your optimism. Guck mal, bestimmt hat er sie hier einfach alle is liegen lassen. Ernest's study. My oh my. The dude is fancy. What are the chances he hid the spell somewhere in here? High enough, I'd say. But where? Gentlemen, today is your lucky day. Doesn't feel like it so far. Well, it's going to. You see, I know where he might be keeping the spell. Ernest has a safe where he keeps all the important stuff. If the spell is in this room, it's going to be there. How do you know about the safe? Me? Why, I made it. Here, look. Es ist der Kuhkopf, ne? Ich wette. Ja. Maybe you even know how to open it. Of course I do! Don't think that I've forgotten your help at the junkyard. Quid pro quo, as they say. I will open it for you. Thank you, Harold. Ah, nice. Vincent, I think today is our lucky day indeed. All seven pieces. Reunited at last. And all thanks to me! Now we just have to get out of here unnoticed. Well, here's an idea. The window. Yeah, right. Yeah, right. Wait, what?
Au, wir können ja nicht sterben, ne? I guess dann geht es. This is it. We have all 7 pieces of the spell. The question is, what are we going to do with them? Wie meinst du das? Lass uns die Hexe beschwören. Ja, oder nicht? Okay, cool. Aber das heißt, was wir ganz am Anfang gemacht haben, ob wir da Harold geholfen haben oder nicht, war quasi, ob wir dieses Fragment jetzt auch noch als Sonne kriegen oder nicht. Ne? Wenn wir ihn da verarscht hätten, dann hätte er gesagt, nee, ich helfe dir nicht, du musst es jetzt aufbrechen. Mega, dass das jetzt nochmal wiederkommt. So, ja, let's go. Hexe beschwören. Auf geht's. What do you mean? Let's summon that witch. Yes, I can't believe it's finally happening. Oh, wow. Okay, ich bin gespannt. On the first day, they tear down her tightly shut door. Not a single soul cares for her no more. On the second day, fires come dancing alive to the cheers of a mad and belligerent hive. On the third day, the maiden, skin burning pitch black, drops a scream from her lips that she'll never get back. On the fourth day, faint whispers start gliding the ash as it rises above like a spell gently hushed. On the fifth day, forsaken, her soul gently quivers, sets a flicker of hope among mindless believers. On the sixth day, their world is destroyed, put asunder, torn apart in the name of the reverent wonder. On the seventh day, lulled by a mystical voice, she shall walk into traps and stay there by choice. On the eighth day, the trapped fools will spell their own end. On the ninth day, at last, she shall fully ascend. Show yourself, Crimson Witch, in the midst of the night. Guide you will the elusive right hand of the light. Thank you. It seems I've been gone for so long, some people have forgotten it's better not to mess with me. So, Vincent, here you are. Here I am. I've been watching you very closely since the moment you got here. He's just a thief, I thought. Don't expect much from him. And yet you've managed to impress me. That I cannot deny. Okay, wow, er hat wirklich versucht, die Hexe zu verfangen. Ja, leg dich nicht mit Hexen an. Vor allem, sie hat ja diesen ganzen Ort hier erschaffen, als ob sie nicht alles in diesem Ort kontrollieren kann. Also ich hätte das nicht gemacht. So, und ich habe sie beeindruckt. Ja, ich hoffe, indem ich nur die gute Route genommen habe, ne? Schön, dass du es bemerkt hast, in der Tat, ja. Glad you noticed. You've hardly ever used your precious skills. Even when they could have brought you to your goal so much faster. Instead, you listened, observed, and did the right thing. That is impressive indeed. Ich habe mich gerade an Nicks Warnung erinnert. Oh, was ist Nicks Warnung? Es war schön zur Abwechslung, mal Menschen zu helfen. Das Richtige ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, weißt du? Ja, genau. Nämlich, wir wissen ja noch gar nicht, warum er von ihr klauen wollte eigentlich. The right thing is quite a relative term, you know. Quite the philosopher, aren't you? I suppose we could discuss the matter a bit further, but there are a few things we need to settle first. Nick, darling, you didn't think I had forgotten about you? Forgotten me? Oh, never. I see you finally managed to fulfill the terms of our little agreement. Isn't that marvelous? Wait, what? What is she talking about, Nick? I haven't been completely honest with you, Vincent. I never told you how I ended up here in Whateverland.
You see, it happened when I was at my lowest point. I couldn't write, couldn't think. It seemed like life had no meaning at all. So I turned to the occult. And that's how I met Beatrice. She told me that she could take me to a place filled with the most unusual people in the world. All kinds of bastards, wretched souls, outcasts, and just good old freaks. I was ecstatic. A place like this could reignite my lust for life, for writing. But Beatrice had one condition. What was it? I had to find someone who would want to get out of whatever land. But that doesn't make any sense. Doesn't everybody want to leave? Oh, Vincent. Have you not talked to the people? Have you not heard how afraid they are of ever leaving? Sie wissen doch aber gar nicht, dass es überhaupt einen Ausweg gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, schienen viele von ihnen hier glücklich zu sein. Oder ich verstehe das alles nicht. Ich weiß gar nicht. Okay, heißt es jetzt, Beatrice hat eigentlich niemanden bestraft wirklich, sondern hat für alle nur was Gutes getan, indem sie sie hergebracht hat, weil es für alle das Bessere wäre? Außer halt für Vincent, weil der wirklich gehen wollte. Ich bin unsicher, was ich davon halten soll. Ja, sie wissen gar nicht, dass es überhaupt einen Ausgang gibt. Na, wobei, sie wissen alle, dass es diesen Spell gibt und alle fanden den Spell eigentlich, also nur keiner hat jetzt besonders viel Überzeugung gebraucht, um ihn uns zu geben. Die wollten den schon alle irgendwie haben, ne, aber so richtig. Ja, viele von ihnen waren hier glücklich, glaube ich. Actually, a lot of them seem happy here. Everyone knows of the spell's existence. Everyone could have done the same thing you did. But has anyone made it to the end? When I created this world, I thought it would become a prison, where the vilest of humans would suffer forever, longing for their freedom. But I was too naive. It turned out that for most of them, getting into whatever land was more of a blessing than a curse. Their former reality terrified them so much that the prospect of living an eternal life in captivity was bliss. So they adapted, as all humans do. Contentment triumphed over freedom. And if whatever land was ever a prison, then only the most beloved one. So nobody even tried to get out. But then you came along. And you finally found the perfect guinea pig. Isn't that right, Nick? Ouch. No need to be so judgmental. You were lying to me this whole time. I think I deserve to be a little bit judgmental. I know, and I'm sorry about that. I really wanted to tell you, I promise. But then the whole experiment would have been ruined. So that's what I am to you, huh? An experiment. No, and you know that. If I told the truth, you would have freaked out and walked away. And I couldn't deny you a chance to really get out of here. I just couldn't. I see you've grown quite fond of our broody guinea pig, haven't you, Nick? I have. And I meant everything I said to you before. So please, let's just forget this. Can you forgive me, Vincent? Ich brauche keinen Lügner als Freund oder ich verstehe, warum du getan hast, was du getan hast. Ich vergebe dir. Ja, wir vergeben ihm natürlich, ne? Aber ich finde auch gar nicht, dass es so mies schlimm war. Also er hat halt gelogen. Im Sinne von, aber ne, wenn er es uns gesagt hätte, ja, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, was hätte er uns sagen sollen, ne? Also er hat halt jemanden gesucht, der raus will und dem sollte er helfen und dann eine Geschichte über ihn schreiben, I guess. Oder halt, ja, ne, den beobachten. Und das hat er uns halt nicht gesagt, aber war jetzt auch keine schlimme Lüge. Also schon nicht nett, aber wir vergeben ihm mal. I understand why you did what you did. I forgive you. Thank you. I'll make it up to you, promise. Looking forward to it. This is all very cute, but how about we go back to the matter at hand? Yeah, we'll figure it out later. We sure will. Very well. Since no one else has any questions, I guess I'll be the one to do the asking. So, Vincent, what is it you want from me? Warte, so einfach ist das? Ja, ich möchte, dass du... Okay, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir hier in Whateverland bleiben wollen oder in die reale Welt zurück. Warte, so einfach ist das? Wait, it's that simple? Yes. And why not? Not only did you find all the pieces of the spell, but you also managed to surprise me. And that doesn't happen a lot lately. So there's no reason for me to torment you any longer. Oh, okay. Das heißt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wäre, wenn wir den schlechten Weg gegangen wären, ne?
wenn wir alle beschissen hätten und überall eingebrochen wären, oder halt auch, wenn wir es so mittelmäßig gemacht hätten. Hätte sie uns dann noch länger gequält? Hätten wir dann nicht die Option, in die reale Welt zurückzukommen? Dann gehen wir auf jeden Fall in die reale Welt zurück, oder, Leute? Ich hoffe, wir können Nick mitnehmen. I want you to send me back to the real world. Ah, so it's reality you choose once again. I shall do as you ask. What about you, my dear friend? Do you wish to leave whatever land forever, now that you've fulfilled your part of our little arrangement? From now on, where Vincent goes, I follow. It's as simple as that. Are you trying to make me cry? Because it's not working. Yeah, sure. There's just something in your eye, huh? It's settled then. And Vincent, before we part ways, I want you to remember something. You might think that the journey has ended, but it's only just begun. So stay vigilant wherever it leads you. Thank you, Beatrice. Until we meet again, Vincent. Oh, and somebody please wake poor Harold up. I might have a job for him. And just like that, our journey has come to an end. Believe it or not, Whateverland has changed a great deal during this time, for Vincent's help didn't go unnoticed by its people. It seems Van realized that his relationship with Zachary is not going to repair itself. He even promised to get off the couch, or at least give it a try. Rose and Lily were able to put their differences aside and become a family once again. Do I need to say who is the happiest about it? Sylvia finished her novel after all. However, so far she's not letting anyone read it. Well, maybe that's for the best. Umaru-san had finally satisfied her age-old hunger and was now a little less unbearable than before. Clearly, she's making progress. With the radio working again, Ellen's zest for life has been reignited. You can now hear her voice wherever you go in the city. Equally delightful and annoying as it is. Louis and Fida gave in to their feelings. And now they are learning to speak each other's language. Although the universal language of love seems to be more than enough for them. With his memories back, Francois could finally embrace his past and face the future. He returned to the band and now plays with them every night at the jazz club. Looks like he even has fans. Now that Ernest's plan had failed miserably and he was turned into a helpless skull, his influence in town had greatly decreased. Some Whateverlanders are still afraid of his gang. But most merely laugh as they look at him now. Well, every dictatorship is bound to fall. You can trust me on that one. Oh, and Harold's dream did come true after all. He became Beatrice's assistant, though it's not clear what the witch needed him for. Maybe she just wanted to make him a little happier. One can never know with her. I couldn't even imagine the real world had changed so much while I was gone. For one, I didn't think that Umaru-san would turn out to be the most stylish of us all in that mask of hers. Fortunately, Vincent agreed to help me readjust, so that's good. Okay, cool. Das war's. Jetzt kommen noch die Credits fertig und wir haben es geschafft. Wir haben Whateverland durchgespielt und wir haben das beste Ende bekommen, was es gibt, glaube ich. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, was da noch groß gekommen wäre. Wir hätten natürlich auch in Whateverland bleiben können und es stellt sich die Frage, ob wir, ja, das auch alles so hingekriegt hätten, wenn wir das schlechte Ende gewählt wären. Ob wir die Welt vielleicht sogar schlechter gemacht hätten, wenn wir einfach überall eingebrochen wären. Ich frag mich jetzt natürlich, ob wir das nochmal sehen wollten, ne? Ob wir die neutrale Route sollten wir auf jeden Fall relativ einfach bekommen, ne? Dafür müssten wir einfach beim vorletzten Fragment, was wir gesammelt haben. Das letzte können wir nicht mehr ändern, ne? Das hat ja Harold, das haben wir ja ganz am Anfang schon entschieden. Aber beim vorletzten können wir einfach dann das klauen, anstatt den guten Weg zu gehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, welches das war, ne? Ich glaube, den Radio Tower hatten wir relativ zum Schluss gemacht. Ah, und natürlich Umaru-san, ne? Der hätten wir, glaube ich, Schlafmittel geben können oder sowas, anstatt ihr das Rahmen zu machen. Das würde also relativ einfach gehen, dass wir uns die normale Route nochmal angucken. Die schlechte Route, da müssen wir natürlich alles nochmal spielen. Da müssen wir wirklich schreiben, ob wir das sehen wollten, ne? Ob wir das machen. Die müsste allerdings natürlich wesentlich schneller gehen als die gute, ne? Da muss man ja kaum was machen. Da muss man ja immer nur das Schloss knacken. Und wir haben ja die Lockpicks. Ja, also schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Und ansonsten war es das anscheinend mit Whateverland. Das Spiel hat mir gut gefallen. Ich muss sagen, ich fand Bells and Bones ein bisschen
zu wichtig manchmal. Also ich glaube, ja, ne, dass man das jetzt am Ende nochmal alle durchspielen musste. Ich dachte, das wäre so optional. Ich glaube, ich fand okay, dass man nochmal alle spielen musste, um den Bösewicht zu treffen. Aber dass man den Bösewicht dann auch nochmal besiegen musste, weiß ich nicht. Ich finde, da hätte man irgendwas Cooleres nochmal machen können. Und die Steuerung war manchmal so ein bisschen hakelig, ne? Das habt ihr, glaube ich, auch mitgekriegt. Manchmal hat es irgendwie nicht so ganz geklappt, dass man geklickt hat und dass Sachen passiert sind. Und es war ein bisschen friemelig und so. Also das hätte auf jeden Fall smoother laufen können. Aber die Geschichte war schön. Es war klein und fein. Man hatte halt all diese Stationen. Man musste überall ein bisschen was anderes machen. Also ich würde sagen, insgesamt war es ein gutes Spiel auf jeden Fall. Aber auch da bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir auch das in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play-Projekt oder vielleicht noch bei einer Bonusfolge, je nachdem, was ihr schreibt. Ja, und dann würde ich sagen, bis dann!